Mich hat gerade Nidalee angesprungen. Jetzt Teleport benutzt, könnte er mich sogar noch kriegen, wenn ich mich... Auf den werde ich mich jetzt rächen. Zwar von ganz unten. Jetzt ein Geist daneben gehauen. With clarity. Sind vier Leute. Tu es nicht. Ist tot. An ally has been slain. Emerald for insight. Sapphire for divinity. Die hier wieder als Cooldown Reduction nehmen. Wieso kickt er ihn? Er wird es killen können. Sapphire for Divinity. Ja, der hat das. Denk mal, der hat jetzt mal ein bisschen Schiss gekriegt an den letzten Try. 1100 kostet das eine Ding. Eben wieder, Sheen. Sheen ist zweitrangig. Braucht die Cooldown Reduction, die Rüstung gegen das Team. Also ein bisschen Lauftempo Bonus. Nicht so viel, aber es halt macht sich bemerkbar. Ich kann den theoretisch sogar jetzt zum Punkt nehmen. Oh, guck mal, ein Shen. Den hier leider ein zweites Mal geskillt, aber ich irgendwie ein bisschen Brain abfahre. Normalerweise nicht. Gratis Flash, nice. Ah, Top Push durch. Weil Timo da ist. Alter, das ist scheißig. Oh. Warum? Wasted. Und die Raketen auch noch daneben. Hätte jetzt tatsächlich ein Set umbringen können. Und die wollen sofort surrendern. Wer feedet denn da so hart? Der Alistair? Gut, der ist auch die ganze Zeit am Roam. Und wieso hat er... Okay. Sapphire for Divinity. Why? Mal festgilt. Ja, ich spiele auf Thunderlord übrigens, ne? Also Thunderlord für den QWE-Damage, das ist halt krass. Und Thunderlord halt instant procken. For harmony.
Wenn auch beinahe entkommen. With clarity. Der Rumble lebt da ganz gefährlich. Weil jetzt auch der einzige ist, der richtig viel Schaden bei mir macht. Er ist tot. User joined your channel. Bro, was los? Harik Jungle, ne? Umfunktioniert. Wieso du nicht das erste Mal? Musst du normal oder ranked? Normal. Musst du ringen? Ich hab, ja natürlich. Ich hab hier die letzten zwei Ranked verloren. Weil ein krasser Feeder dabei, der Nautilus hat uns in Teamfights gebaitet, also hat uns quasi mitgezwungen reinzugehen. Mit halt zwei Randoms und wenn ein Random gleich hinterher rennt, dann musst du da rein. Das Spiel quasi gerade wegen Nautilus verloren. 2, 1 und Stun. Und Instant. Weißt du, wer mich gerade versucht umzubringen? Mein Lieblingsgegner. Zed. Zed. Ja. Und das Coole ist, ich habe auch noch Gerhard Hype von J-Master. Soll ich dir ausrichten? Falls es nicht gesehen. Was sollst du mir ausrichten? Ich habe sogar die Musik ausgemacht, weil ich mir dachte, vielleicht kannst du endlich mal einen Guide für YouTube machen, wenn das Spiel nicht ganz so krass. Also, ich hatte die letzten Male, wo ich einen Tarek-Guide machen wollte, so krasse Feeder drin. Krasse Feeder meine ich, ich fange das Spiel an und da steht 7-0 auf der Botline. Bin jetzt zwar schon einmal zu viel gestorben, so einmal unnötig. Weißt du, wen ich auf der Topline habe? Nein. Ein Teemo. Als Gegner oder als... Nö, nee, als Verbündeten. Ist ein Normal. Ranked hätte irgendeiner gedutscht. With clarity. Das ist ein perversen Manorek. Das ist Jungle-Item, wenn du im Jungle bist. Das ist ja irgendwie, weiß nicht... 180% Manorek im Jungle. Wenn du einen relativ großen Mana-Pool hast. Opal for Harmony. Mein Team klaut mir gerade meinen Jungle im Farm. Ruby for Vigor. Ja, weißt du, warum der Teemo da beim Blue Buff sitzt, statt dass er auf die Top-Lane geht? Der wollte ihn gerade, glaube ich, als Köder benutzen. Brilliant. Der wollte mich gegen die Wand hauen. Ich habe mich aber nicht gegen die Wand hauen lassen. Tarek Jungle Main. Nein, sag ich nicht. Das ist so geil, die ganzen Gegner schätzen Tarek so hart. Ja, weil noch niemand kennt. Ja, im Jungle. Kennt du den eigentlich jeder? Also, jeder sind Champs. Ja, weil niemand spielt ihn. Weil er nicht cool ist. Zed ist cool und Yasuo ist cool. Naja, ja. Also Zed ist nicht cool. Der Teemo sitzt immer beim Blue Buff. Seitdem, dass ja. Ich hier bin. Jetzt bin ich 3-4 Minuten hier. Aber also muss man gucken, was Teemo da macht beim Blue Buff, das ist viel lustiger.
Ja, ich habe mir den Blue Buff geholt und seitdem ich mir den geholt habe. Na, er wartet auf jemanden, oder? Guck dir's doch mal an. Ja, der macht Normal Games nur für solche Aufnahmen. Ich habe drei Mitte in der Mitte, genau. Drei Leute in der Mitte. Und wir werden jetzt den Tower im Alistar, müsste eigentlich den Tower halten können. Durch einen Teleport provoziert. Ich in die Mitte helfen. Und alle laufen durch Timos Wald. Und Alter, guck dir das an. Der Alistar hätte gerade nur runterlaufen müssen. Jetzt geht's los. Alter. Als wüssten sie, dass da die Pilze sind. Ja, das Level fehlt ihm. Tarek ist so hart, ey. Der muss laufen. Er kriegt einen Stun oder einen Slow die ganze Zeit. Wenn er auf den Timo geht, heal. Und ich hole ihn jetzt ein, wegen Runic Echo. Nur wegen den 10%. Ich darf ihn jetzt nur nicht vom Slow treffen lassen. Er läuft in 3, 2, 1 aus. Opal for Harmony. Jetzt. Dann werde ich nicht greedy. Hätte sein können, dass er mich noch wegkaut mit dem nächsten Coup. You face unblemished power. Bei Cassiopeia habe ich gerettet. Die hätte er locker wegholen können. Timo baut seinen Wald wieder auf. Das mache ich doch nicht, das mache ich doch beim Drachen, oder? Wird trotzdem abgefarmt. Ja, weil ihm das Level fehlt. Ja. Ja, nicht nur das. Der hat das wahrscheinlich gemacht, um eine Aufnahme zu machen von 5 Sekunden. How to gank with Timo. Ja, und danach ist vorbei. Er ist Level 14, Team ist Level 11. Und tot. Ja, ein Hauptdamage, die da aus dem Spiel genommen. Ich könnte jetzt natürlich gute Items kaufen und würde mal Geri kaufen, oder ich sag mir, hey. Nerv noch ein bisschen mehr. So, normalerweise würde ich Kristallherz auch kaufen. Wird sich sogar lohnen bei der Jinx. Ah, dann hätte ich auch Cooldown Reduction auf 45%. Ich mach das mal. Safe Stun ist episch. Was? Ohne du Safe Stun hast? Wie sie halt flasht? Obwohl du einen Safe-Stun-Flash hast, Stun hast. Nami-ADC habe ich schon gesehen in der Mitte. Und das im Ranked. Und die hat gewonnen. Aber hart. Das Lauftempo ist so krass. Hui! 500 Run-Speed. The Deathman stacked mit Runic Echo. Ich einfach rausgefokust werde, wie einfach mein Team nichts macht.
ganze Spiel schon nicht. Also wieder nichts mit YouTube-Aufnahme-Guide. Wobei. Ganzes Team ist anfeeden. Die einzige, die normal spielt, ist Cassiopeia. An die war halt top. Ja, der ist 3-4 Level hinten, was? Ach, der Teemo ist nur am Trollen. Dings sind mit. Oh, die hat eine gute Farm. Gut, dann möchte ich gar nicht mehr meckern. With clarity. You shall be crushed. Opal for harmony. Redbuff mache ich schnell. Die Jinx pusht und pusht. Topline, Botline. Und ich wieder die Pilze zerlegt, ne? War der Frosthammer gekauft? Nee. Kann Poppy slowen, weißt du das? Nee, ne? Der E nicht, der drückt weg, der Q macht nur Schaden. Und der W gibt dir nur einen Speedbuff. Die neue Poppy ist einmal gespielt und das ist ein Aram. Ich mag die neue Poppy, ne? Die alte war viel besser. Die neue Poppy ist total geil als Toplaner. War die alte auch, aber du hast halt einen Escape halt durch die Ulti. Der Teemo in der Mitte. Der Helikopter beim Teemo, der hat schon Style. Sapphire. Ja, das auf jeden Fall. Das kenne ich schon gelungen. Was? Ich sage, das Skin ist schon gelungen. Ach, der Skin. Sag mal, backporten. With clarity. Your team has destroyed a turret. Also so zurück zu dem Base-Item, ne? Die oberen drei, das sind die Core-Items. Der Rest könnt ihr variieren, der Rest ist scheißegal. Die oberen drei Items sind Pflicht. Als Stange, ne? Best Man Played würde ich nicht unbedingt als Support nehmen. Ice Gun ist immer Pflicht. Toll, wo ist der Z? Da ist der Z.
zu lange braucht, bringe ich ihn noch um. Emerald for insight. Ich habe 8 Kills. Das ist gar nicht mal so schlecht für das krass schlechte Team. With clarity. Ich habe keinen. Ich hatte keinen Flash zum Smiten. Den sonst klauen können. Ruby for vigor. Warum soll ich da weggehen, wenn ich gerade 3 Leute wegfahren sehen habe? 2. Opal for harmony. Sapphire for divinity. Was für Pyre kann denn Blue haben? Rauspullen wäre jetzt klug. Die haben sie tatsächlich geklaut. Das ist mein Verfall. Oh mein Gott. Er kriegt mich nicht. Ich krieg ihn nicht. Okay, außer er rettet Timos Pilze und bleibt noch da. Ist dann? Ja, Timo geht dann nicht weg. Nö. Naja, jetzt ist er einmal gestorben, ne? Ich rette euch! Der Burst-Schaden ist so abnormal hoch. Tarek Jungle Main! Es ist so übel, ey. Wenn du einmal dran klebst, dann klebst du dran. Gems hold their head. Oh, muss wieder zurück in die Mitte. Oder auch nicht. With clarity. Können wir jetzt das letzte Item kurz kaufen? Ich glaube, Freiwahl ohne Bann. Und dann Jin, dann hast du erstmal zweimal Jin im Team und der ist so scheiße stark.
Und ich kann ihn nicht spielen, weil ich den nicht habe. Mir fehlen statistischerweise 100 Punkte, weil ich mir zwischendurch noch irgendwie Champ gekauft habe, den ich nicht hatte. Also ich muss hier nach auf jeden Fall noch einen Normal machen. Ehe ich den neuen Champ habe. Ach, falls du noch nicht weißt, der neue wird freigeschaltet, ne, Gerhard? Ja. Das neue Pflichtband. Stark. Ist so stark, neue Champions sind nicht mehr stark, weil sie OP sind. Ja, also du kannst mit dem, wenn du es richtig machst, 5 Leute allein umbringen. Weil der einfach mal 2 CC-Effekte hat. Und das, stell dir vor, eine Jinx mit W, die durch Minions durchballern kann. Oh. Wahrscheinlich ist aber der Schaden höher, oder? Klar. Gut, der Rubble wird auch gedacht, BTF, da bleibt meine Ulti stehen. Der einzige, der bei mir Schaden machen kann, den bringe ich halt trotzdem um. GG. Hi, Poppy. Ruby for vigor. Nee, da kommt noch ein dritter. Ich habe mit Miss Fortune gerechnet, ich habe mit dem Z gerechnet, aber ich glaube, was mich gekillt hat, war der Ignite. 400. War ich zu greedy? Vor allen Dingen, der Z hat irgendwas gekauft, dass er länger überlebt. Ah. Der hat sich Magie-Risiko geholt. Das Schild hat er schon länger, aber ich glaube, das hat er eben erst ausgebaut. Natürlich kannst du mitspielen. Wenn du eine Petition unterschreibst, dass Jungle Tarik OP ist, dann darfst du mitspielen. Oh mein Gott. Ich würde gerne mal mit Tarik, Malphite, Nautilus. Ich hau mir gerade den neuen Champion an. Musste ich flashen, weil die auf einmal zu dritt waren. Naja, das heißt danach nur noch zu zweit. So lustig. Sapphire for Divinity. Muss er mich. Schon gemein, wenn du in 4-Sekunden-Takt stunnen kannst, wenn du es richtig machst. Das Set entkommt nicht. Functional.
Also nochmal zurückspulen. Ich habe gerade die Miss Fortune umgebracht, dann habe ich den Rumble umgebracht und jetzt habe ich eben den Zed umgebracht. Hey! Und das Geilste ist, ich habe mich während... Ja, natürlich kommst du dann Teamspeak, bitte. Und ich habe mich während des Kampfes ungefähr 5-mal komplett hochgehalten. Gefühlt 7-mal. Opal for harmony. Armed and ready. With clarity. Gems hold their edge. Wer hat denn noch geschrieben, er gibt mir jetzt 20 Euro, wenn ich es schaffe, mit 20 Tarek im Normal Game 20,5 zu machen? Irgendjemand hat mir das geschrieben. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wer das war. Ich habe irgendwo ein Protokoll. Ich darf nicht mehr sterben, Leute. Oder ich muss noch 5 Kills machen. So leicht kann man 20 Euro verdienen. Aufpassen. Okay, das ist mit dem zu 5 schaffe ich nicht mehr. Aber. Nein! Ah, oh, das scheiß Shenshi. Aber wir haben den Tower mitgenommen, Nexus Turret gekriegt. Für die Killgeilheit der Gegner. Ari schaffe ich nicht. Darauf haben wir es gesagt. Meinetwegen auch mit Malphite oder Tarik. Hast du gesagt. Ah, es ist scheißegal. Ich hab's eh verkackt. Ah, 6. No homo, allein schon. Ich bin heute von einer Twitch-Seite gebannt worden. Warum? Weil ein Spieler gefragt hat, ob wir Division im Vergleich zu DC findet und der Bot hat mich rausgeschmissen. Das kann's. Das, was? Moin. Hi. Servus. Tag. Ja! Boah, Team ist schon Level 17, das gibt ja richtig Gas. Wie findet ihr den neuen Champ so? Total Oberpower. Mir gefällt er. Der ist mega OP, oder? Kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, wie er eskaliert. Er eskaliert nicht, der eskaliert. Der eskaliert. Ja. Ich glaube, der hat sich ein zweites Life-Leech-Item geholt. Hat das Ding halt Life-Steal. Ja, schon wieder zu viel im Kampf. Was willst du spielen, Nick? Ist mir relativ egal. Wenn es geht, würde ich Also der neue Champ, der ist neuer Pflichtbann.
Ich habe den jetzt einmal bis jetzt gesehen. Und gut, mein Teammember hat komplett verkackt. Habe ich kapiert, warum der auch 975 RP kostet. Weil er von den das Live-Lead schon in der... Guck dir das an! Weil er neu ist. Ja. Er ist nicht nur neu, der ist... Der hat drei Live-Lead-Items gekauft, nur damit er mich baiten kann. RP meinst du? Ich kack mal das an. Hab ja genug Gold. Ruby for vigor. Ja, 4000 Gold regelt. Naja, eben hatte ich 6000. Ja, ich sehe es halt ein bisschen verspätet. Deswegen. With clarity. Der ganze Zed hat sein Bild nur gegen mich gebaut. Das ist kein Witz. Naja, mit dem Bild zerreißt aber alles. Der guckt sich halt ein Bild mal an, ne? Der hat sich ein Live-Lead-Item gekauft, noch ein Live-Lead-Item, noch ein Live-Lead-Item und zweimal Rüstungsdurchdringung. Du hast Magieriese, der Rumble zerfickt in der Luft. Ach, der Rumble, der interessiert mich nicht. Du kannst gerne gucken im Damage. Der macht zwar viel Schaden, aber der platzt auch schnell. Ja, du hast Magieriese. Ja, aber ich kaufe mir wegen Rumble alleine keine Magieriese, wenn ich den locker wegrotze. Nämlich das ganze Spiel weggerotzt. Drück mal ein bisschen länger Tab, ich will mal die Stats angucken. Oder warte, ich guck dir einfach zu. Was mich eigentlich killt, ist nicht die Miss Fortune, nicht der Shen, sondern das Focus Tarek First, habe ich irgendwie im Moment das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Jetzt nicht. Achtet. Topline pushe ich jetzt auf jeden Fall mal gegen. Mitte muss einer hin. I will weep for you. Your turret has been destroyed. Opal for harmony. Hast du dich irgendwie umbenannt? Was umbenannt? In LOL. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, ich finde dich nicht. Dann bist du blöd. Nein, ich finde dich nicht in der Freundesliste. Ja. Gibt's ja oben eine Suchfunktion. Ja? Ja. Den sag ich ja, dann bist du blöd. Sondern nach Verein. N-A-F-F-E-R. Ja, habe ich eingegeben. Das gibt's, man sieht sogar noch im Stream den Namen. Ja, ich weiß ja so. Ist ja das Schlimme. Zuschauer muss die. Ich glaube, dann muss ich aufhören. Können wir beenden? Das Game gewinnt hier eh irgendwie nicht so schwer. Ich hab 500 Rüstung, ey, was soll's? Ja, ist stark. Ja, die macht dir Schaden gut.